Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch heute mal wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks Live. Ja, ihr hört genau richtig. Ich spiele mal wieder für euch. Und zwar habe ich mir heute den IS-2 ausgeguckt. Den Berlin-Panzer in dem Fall, also den es im Berlin-Trio gab. Ja, genau, den spiele ich heute für euch. Und ihr seht, wir sind Top-Tier mit dem 7er-Gefährt und viele Heavys. Also ich glaube, in der Stadt wird es gleich richtig rund gehen. Das ist so meine Los Vermutung. geht's. Dafür ist er gebaut, da fühlt er sich wohl, schön, one-on-one, direkt einfach mittig drauf, ohne viel Hirn, einfach nur pure Muskeln. Hoffentlich kann ich da dementsprechend mithalten und den so präsentieren, wie es ihm gebührt. Ich selber mag den Panzer unglaublich gern, wobei ich auch den Tiger 1 sehr, sehr grandios finde. Da gab es ja bei meinem Tiger 1 Video so ein bisschen einen Kommentar von wegen, dass der Tiger 1 nicht stark ist. Und da sage ich an dieser Stelle nochmal ganz klar, wer sa nicht sagt oder wer sagt, dass der Tiger 1 nicht stark ist, so rum, der hat für mich das, der kann ihn einfach nicht. Nichts anderes, weil er ist ein super toller Panzer. Und gerade sowas wie hier urbane Kämpfe, da liebt der Tiger einfach das Spiel. Also von dem her, das wusste ich nochmal gesagt haben. Jetzt fahr ich schon. Bin ich? Ja, ich bin. Ich bin aggressiv. Und fahr ihn auch so. Muss ich nur aufpassen. Da, den nehmen den raus. Unglaublich viele Heavys oben in dem Bereich hier. Also von dem her bisher noch nicht so viel hier. So, da prallt er doch ab. Kein Problem. Und dann bekomme ich jetzt auch gleich Support von meinem Team. Hoffe ich doch. Ja, du gibst mir einen, ich gebe dir einen. Das gute alte Du und ich Spiel. Und jetzt muss ich mich hier da ein bisschen zurückfallen lassen. Ah, Gott, Gott, Gott. Bisschen drüber gezielt. Jetzt warte ich, weil ich will nicht noch einen von ihm bekommen. Ich habe ja mittlerweile genug gefressen. So, jetzt dreht er einen Turm. Der ging nicht durch. Ist doch jetzt nicht sein Ernst. Da der Tiger, der ist gleich tot. Dementsprechend brauchen wir auf den nicht mehr drauf. 4 zu 4 steht's. Die gegnerischen T29 drücken oben stark durch. Wir machen es dafür hier in der Stadt. Was am Ende besser sein wird, sehen wir ja dann gleich. So. Ich bleibe hier erstmal im Windschatten vom IS. Unglaublich schwierig zu beschießen, die Arti. Fast nicht möglich. Ich fahre jetzt auch mal zurück. Ja, das war meins. Njam, njam, njam. Da ist nun der Tiger. Aber wie sie alle auf ihn draufrollen. Oh nee, ich hab's. Ich wollte unbedingt den Hit. Ich geb's ganz ehrlich zu, ich war da sehr greedy. Der war nicht nötig, dass ich ihn da den einen gebe. Das tut mir wirklich leid. Boah, Alter, alles klar. Darf's dir schon vor. Bleibt mal geschmeidig. So, und jetzt geht's wieder zurück. Aber bisher läuft es ganz gut für unser Team. Für mich noch nicht so gut. Aber das heißt hier noch gar nichts. Ja, da hat der schwarze Prinz schon mal zwei schöne Hits bekommen.
Ach, ja, man sieht, man muss da wirklich lange einaimen, weil sonst passiert da gar nichts. Aber lange eingeaimt funktioniert es dann auch. Ich will nicht, dass sie cappen. Ich würde gerne noch ein bisschen Schaden machen. Mal schauen, ob es sich ausgeht. Also, ohne einaimen kann man es fast vergessen. So. Und jetzt hier hinten noch die Captain. Yep. Und auch der ist weg. Ich will noch den Hit, ich will noch den geben. Oh! Noch einen? Ne, keinen mehr. Schade, schade. Aber 4 Kills. Ich war mit dem Einzielen einfach zu greedy. Das hat man gut gesehen. Und da habe ich mir so ein paar tausend oder paar hundert Schaden noch verbockt. Aber trotzdem, 4 Kills. Den zweitmeisten Schaden, die zweitmeisten XP. 38.000 gab es raus und leider 3.400 Abzug für den. Die sind sehr zu Recht. Der war, ich gebe es zu, der war einfach zu greedy. Hätte nicht sein müssen. Tut mir auch sehr leid an dieser Stelle nochmal. Sorry. Ja, trotzdem, zweiter Klasse. Vernünftige Runde gefahren mit einem Panzer, der mir nach wie vor sehr gut schmeckt und sehr gut gefällt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.